Das Stammhaus der ältesten Brauerei Münchens, der Augustinerbräu, seit 1328. Die katholische Jesuitenkirche St. Michael. Bis ins Zentrum des Marienplatzes mit dem neugotischen Rathaus. Interessant, wurde 1905 fertiggestellt von einem 25-jährigen Architekten, Georg von Hauberrisser. Das Glockenspiel zeigt zwei historische Ereignisse aus der Münchner Stadtgeschichte. Das alte Münchner Rathaus beherbergt unter anderem auch ein Spielzeugmuseum. Die bezaubernde Julia-Statue wurde München von ihrer Partnerstadt Verona als Replik geschenkt. Im Bayerischen Hof bekamen wir noch einen Aperitif serviert, bevor wir um 18 Uhr die Komödie Das liebe Geld im hauseigenen Theater genossen. Ich weiß es, mach es, mach es, mach es. Also Ihr Geld ist weiterhin gut angelegt und bestens abgesichert. Also, was heißt angelegt? Was heißt abgesichert? Ich will es jetzt haben. Ich will mein Geld. Also ich sage es Ihnen jetzt noch einmal. Ich sehe da längerfristig überhaupt kein Problem. Was heißt längerfristig? Herr Henrich, beruhigen Sie sich. Vielleicht so 5.000 Euro? Nein, ich meine doch nicht das langweilige Geld. Ich rede von einem Geschenk. Von einem Geschenk für Ihre Frau. Darum geht es ja. Das interessiert uns. Nicht wahr, Frau Robesch? Klären wir das bitte morgen. Nein, nicht morgen, heute. Ich brauche das Geld. Ich brauche das Geschenk. Ohne gehe ich hier nicht weg. Ich brauche allein nur ihr Sakko. Anzug. Ja, Ihren Anzug betrachten. Ach, das ist doch nur eine leblose Schale. Ja, teure leblose Schale. Hab ich nicht bezahlt. Ist auch nichts wert. Ist nur Werbung. Ich bin bloß ein Werbeträger. Ich mache Werbung für Louis Vuitton, dafür kleidet er mich ein. So einfach ist das. Okay, und ich mache Werbung für Made in Taiwan. Wer es tragen kann? Ja, das muss aber leider dafür bezahlen. Das ist der Unterschied. Ja? Das ist Niklas.
mein Niklas. Meine Niki-Maus sozusagen. Gefällt er Ihnen? Ja, ja. Also ich bin da jetzt an sich nicht so der Experte. Na, das muss er ja auch nicht. Nee. Hauptsache, er gefällt mir, nicht wahr? Was bitte machst du hier? Auch ich habe meine kleinen Geheimnisse. Nein, Scherz, Liebling. Ich und Tanja, also Frau Drobisch, wir haben eine Besprechung gehabt. Erzähle ich dir später. Da sagt sie mir, dass du zufällig auch gerade im Haus bist. Sogar beim Herrn Direktor höchstpersönlich. Na, das nenne ich mal eine geglückte Terminüberschneidung. Frau Drobisch und du, ihr kennt euch? Ja, seit ungefähr einer Stunde. Ich sage Schluss mit dem Börsenschwindel. Schluss mit der Zahlenblenderei. Da mache ich nicht mehr mit. Oh, mutig. Ich habe andere Ansprüche. Es zählt der Mensch. Das ist mein Geschenk an uns beide zum 10. Hochzeitstag. Ja. Jetzt rate einmal, was da drin ist. Ich bin schlecht im Raten. Ja, dann schau nach. Geld? Echtes, greifbares, verfügbares Bargeld? Wahnsinn, oder? Nach dem Theater ging's zum Franziskanerbräu, zu einem original deftigen Abendschmaus. Anschließend schlenderten wir im nächtlichen München zurück zu unserem Hotel am Stachus. Am Montagmorgen fuhren wir zum Schloss Nymphenburg im Bezirk Neuhausen. Als erstes betraten wir den steinernen Saal im Mittelpavillon. Gestaltet wurde dieser Prunksaal von François de Curiel ab 1755. Das zentrale Deckenfresko stellt Helios im Sonnenwagen dar, begleitet von anderen Göttern. Im Audienzzimmer warten wir vor dem Bild der Königin Theresia Kunigunde. Eines der Warte- bzw. Vorzimmer des Königs. König Karl Theodor von Pfalz und Bayern. Hier das Original-Schlafzimmer, in dem König Ludwig II. Am 25.08.1845 zur Welt kam.
Die Schönheitengalerie von König Ludwig I. umfasst 38 Porträts von Münchner Schönheiten. Ganz bekannt ist die zur damaligen Zeit berühmte Schauspielerin Charlotte von Hagen. Sie spielte auf den Bühnen von Berlin und St. Petersburg. Herrlicher Blick über den riesigen Garten von Schloss Nymphenburg. Die Gartenanlage ist äußerst imponierend. Längerer Spaziergang im südlichen Park zur Badenburg. Entstanden um 1720. Der Vorraum ist mit wertvollen chinesischen Tapeten ausgestattet. Der Festsaal der Badenburg mit einem Gewölbefresko aus der antiken Mythologie. Prunkvoll ist der Badesaal mit holländischen Kacheln ausgeschmückt. Idyllisches Plätzchen zum Ausruhen vor der Badenburg. Die märchenhafte Parkanlage mit kleineren und größeren Flüssen und Seen und versteckten Kleinoden wie dem Pahnbrunnen. Weiter geht es zur Amalienburg. Kurfürst Karl Albrecht ließ um 1735 für seine Gemahlin Maria Amalia, eine Kaisertochter, das Lust- und Jagdschlösschen Amalienburg errichten. Der Spiegelsaal zählt zu den kostbarsten Schöpfungen des europäischen Rokokos. Gästebett für erschöpfte Festteilnehmer. Die außergewöhnliche Küche mit fremdländischem Charakter. Die Wände sind mit holländischen Fliesen ausgeführt, auf denen Blumenvasen und chinesische Szenen abgebildet sind. Die Amalienburg, einzigartiges Rokoko-Schlösschen. Letzte Station in der Nymphenburg war das Marschallmuseum, die ehemaligen Stallungen des Schlosses, wo jetzt der Fuhrpark der Königsfamilie besichtigt werden kann. Hier der Achtspänner von König Ludwig I.
Schlittensammlung. Die Prunkkutsche von König Ludwig II. Und so wurden die Pferde eingekleidet, königliches Pferdegeschirr. König Ludwig II. Ließ sich sein Lieblingspferd präparieren. Nebenan gab es noch ein Museum von königlichem Geschirr und Porzellan. Das hatten wir uns jetzt aber verdient. Weißweinschorle und Weißbier in der Schweige. Wieder in der Innenstadt schauten wir noch einen Sprung in die Heilig-Geist-Kirche hinein. Im Jahre 1271 wurde das Heilig-Geist-Spital in München erbaut und dies war die Spitalskirche. Zum Tagesabschluss ging es in das bekannte Hofbräuhaus. Schweinebraten und Schnitzel und ein tolles Plätzchen, das eisern verteidigt wurde. Zum Abschluss gab es noch einen Absacker vis-à-vis beim Augustinerbräu, war dann aber doch leicht kühl heraus. Chinesischer Turm im Englischen Garten wurde zur Eröffnung des Gartens 1790 eingeweiht.
Nach der totalen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde er originalgetreu wieder aufgebaut. Vor dem 1831 von König Ludwig beauftragten Monopteros, ein wunderschöner Rundtempel, auf dem man einen guten Überblick auf den englischen Garten hat. Der englische Garten ist mit seinen 375 Hektar einer der größten Stadtparks der Welt und wird jährlich von ca. 5 Millionen Menschen besucht. Nach einem kurzen Fußmarsch sind wir wieder im Zentrum, vor der Oper mit dem Bronzedenkmal von König Maximilian I. Joseph. Durst, vor dem Rathaus noch ein schönes Plätzchen ergattert. Großes Remi-Demi gab's noch vor dem Rathaus durch spanische Fußballfans von Villarreal. Da gab's dann am Abend das Viertelfinalspiel gegen Bayern München. Anschließend besuchten wir die Frauenkirche, das Wahrzeichen Münchens. Gleich am Eingang ist die Gedenkstätte der Wittelsbacher. Die große Kaiserkrone erinnert an die Kaiserwürde Ludwig des Bayern. Der spätgotische Backsteinbau von 1494 besticht durch relativ nüchterne Eleganz. Die Automatenuhr ist vermutlich der älteste funktionierende Bilderautomat. Beim 12-Uhr-Schlag bewegen sich die bestimmten Elemente, erbaut ca. 1500. Zum Abschluss ging es noch in die Pfarrkirche St. Peter, die älteste erwähnte Kirche Münchens. Zu den bedeutendsten Kunstwerken von St. Peter zählt der barocke Hochaltar von 1734. Die Chororgel wurde 2003 erneuert und fügt sich wunderbar in den Kirchenraum ein. Im historischen Arkadenhof des Hauptsitzes der Augustinerbrauerei ließen wir unseren München-Trip gemütlich ausklingen.